LKA. Lecker. Lecker. Wired Productions. Grüße gehen raus. Oh, ich freue mich und ich habe Angst und ich freue mich. Oh Gott, habe ich lange keinen Horror mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Martha ist tot. Ich wollte es euch vorher nicht sagen, weil ich weiß, ihr seid da ein bisschen sensibel, aber Martha... ist leider gestorben. Sie war sehr lange am Pfahl, am Martha-Pfahl. Und dann hat sie ein Martyrium begangen und ist... sie ist im See. Hä, wie cool! Gleich an, warte. Ich liebe es, das Spiel jetzt mit richtiger Musik arbeiten. Ich liebe das einfach. Wie cool das einfach ist. Und falls ihr es nicht wisst, LKA... LKA sind die Macher von Town of Light, Indie-Entwickler. Und Town of Light war... Nothing else matters. Ah, oh, schön. Boah, schön. Ich liebe so eine Musik einfach in Spielen. Ich liebe es einfach. Und ich werde das immer ausspielen lassen. Immer. So, willkommen bei der Martha ist tot Demo. Viele Features und Content sind versteckt und die Kapitel sind verkürzt, aber alle sind natürlich in der Vollversion verfügbar, hier noch nicht genau, also ich weiß noch nicht genau, wie lange die Demo geht, ich weiß noch nicht, wie weit und so, aber wir hoffen natürlich, dass ihr diese Experienz auch trotzdem enjoyen werdet. Das ist ein Befehl, das ist keine Bitte, ja, das ist ein Befehl, ihr werdet diese Erfahrung jetzt enjoyen. Punkt. Ausrufezeichen, alles. So. Okay. Wir haben einen Secret Code, habe ich auch noch bekommen. Den würde ich gerade noch eintippen. Ich hoffe, den sieht man hier nicht. Warte mal, wenn ich jetzt irgendwas eingebe, sieht man das dann? Nein, sieht man nicht. Der ist ja Secret. Warte kurz. Gib mir nochmal diese Minute. Hätte ich das Lied jetzt auch spielen lassen können, ne? Ist das unten links? Sind das Streams? Warte. Secret Code. Secret Code. So, wie soll ich denn den eingeben?
Das passiert hier wirklich gerade. Extra Content has been unlocked. Das passiert ja wirklich gerade. Wir haben extra Content. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich drücke auf Start. So, das Bild links. Okay, auf dem unteren Bildschirm sehe ich das noch besser. Auf dem oberen Bildschirm sehe ich es so gut wie gar nicht mehr. Seht ihr das Bild links? Seht ihr hier das traurige Köpfchen? Seht ihr das bei euch? Ich muss den Chat gerade mal fragen. Chat? Yo, seht ihr? Ich lasse das einfach mal so. Minimal, sehr gut, fast gar nicht. Sehr, sehr gut, so soll es auch sein. So soll es auch sein. Nein? Ich mache ein bisschen... So besser, ne? Ganz leicht, sehr gut. Ich mache Döner. Die Story von Martha ist död und die Charaktere sind eine Arbeit der Fiktion. Das ist also alles gar nicht wirklich passiert. Ja, bitte denkt immer fest daran, alles, was ihr hier seht, ist nicht wirklich passiert und das Spiel selber ist für eine Adult Audience, für Erwachsene oder Verwachsene, je nachdem. Für Leute, die einfach aus Versehen älter geworden sind im Laufe der Zeit. So. Neues Kapitel. Die weiße Lady. According to an ancient legend, the lakes of the area haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Ach so, ich kann jetzt schon was machen. Okay. Linke Maustaste. Meine Liebe ist noch nicht hier, ich warte. Wir gucken mal zum Mond. Ich weiß noch nicht genau, wie das hier geht. Ach, WASD. Okay, ich gucke zum Mond. Schauen wir dann zum Mond? Ah, what a beautiful moon tonight. So, okay. Und jetzt, meine Liebe ist noch nicht hier, ich werde warten. My love is not here yet. I'll wait. Warte, ich mache für euch mal ein bisschen lauter. You're here at last. So, und da ist unser wunderbarer, da ist unser Mann. Und dem werfe ich mich gleich in die Arme. Guck mal, oh, ich wackel mit meinen Schenkeln für dich. Ich komme. Kann ich auch nach oben? Ich hüpfe vor Freude. Hüpf! What's going on? Why are you acting weird? So. Ja, er benimmt sich sehr merkwürdig. Das ist nur die Vorgeschichte, ne? Oh. Warte mal, sie hat uns betrogen? Sie hat jemanden geküsst? I know you kissed another. Okay. Aber das stimmt doch gar nicht. Bist du bescheuert? Das würde ich dir niemals antun, was? I would never do that. I love you. Kill. Was? Nein, das wollte ich nicht. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. What did I do to you? Das wollte ich nicht. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Das ist übrigens nur die Vorgeschichte, ne? Das ist noch nicht das Spiel. Das ist gerade nur die Vorgeschichte. Chillt ein bisschen. Und wir geben das letzte Ritual, die letzte Salbung. Und jetzt... Oh, endlich wieder töten! Ja, töten! Töten ist mein Lebensbrot. Töten, 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 töten. Tot, 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 tot. Töten ist so geil. Yeah, 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 das ist mein Style. Yeah, töten, 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 töten. Hallo? Ich töte sie jetzt. Kann ich den...
Hier, jetzt kann ich ihn töten. Ja, dann töten wir den mal. Töte, töt. 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 Das ging schnell. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Oh. Okay, ich bin jetzt eine junge Frau und Martha, oder Martha, die ja jetzt im Wasser, sie schwalmoniert im Wasser herum. Ja, und wir sind jetzt eine junge Frau, ganz unbedarft am Strand, wollen einfach nur unseren Brokkoli im Korb essen oder Wäsche waschen. Ich weiß nicht genau, was sie da macht. Und dabei singe ich einfach immer gerne. Töt, 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 sind alle meine Kleider. Töt, 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 ist alles, was ich hab. Töt, 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 töt. Ei, ist das anstrengend. Puh. Oh nein. Die weiße, jetzt bin ich die weiße Lady. Warte. Wo bin ich denn? Ach, da. Man sieht mich schon ein bisschen an den Kabeln. Nee, nee. Ich hab den Schlüssel vergessen. Moment. Jetzt, Entschuldigung. Ciao, I'm Julia. Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals. Or whatever else was in that damned place. So, jetzt aber. Hallo, da bin ich wieder. Ihr habt gar nicht gemerkt, dass ich die Charaktere gerade gespielt habe, ne? So, jetzt geht das Spiel nämlich erst los. Und wir müssen Kameras aufsetzen, weil wir gerne am Strand Fotos machen. Wir fotografieren einfach gerne Sachen, die am Strand passieren. Was nicht fragwürdig ist, sondern völlig okay. Wegen Vögeln. So. Okay, dann muss ich mal hier. Das sieht gut aus. Und auch von der Seite eigentlich alles tippitoppi. Ich bin's, der Eos Sandy. Und ich muss jetzt hier... Warte mal, ich muss kurz... Warte. Dreh die Kamera ein bisschen. So. Und jetzt... Open the camera. Genau, jetzt gucke ich mal ganz Remove kurz. The old roll of film. So. Früher hatten Kameras Filmrollen drin. Und dann die neue rein. So. Put the new film in. Okay. So, dann werden wir natürlich wieder zumachen. Und. Close the camera. So. Sehr gut. Load the film. Natürlich. Und dann nochmal wieder. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. Okay, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, ich ziehe ganz vorsichtig so. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Irgendwas ist auf dem Wasser und wir können noch nicht genau sehen, was es ist. Wir können mit der Linse, da schwimmt irgendwas. Oh, das sieht aus wie eine tote Frau.
Ich lauf da eben hin. Da hinten. Eigentlich, aber ihr wisst, was ich meine. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. Yes. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister. My twin, a part of me. Dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Aber was macht die hier? Was macht denn die Was macht denn die Zwillingsschwester da? Martha is not dead. Nun. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Puls fühlen. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. Martha, February 26th, 1923. Das ist schon ein bisschen her. Und jetzt sind... Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Erik, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Oh, Martha, are you okay? Yeah. She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Forever. Was da? Oh, Alter. Das heißt, die Mutter umarmt sie nur, weil sie denkt, sie ist ihre Schwester. Martha. Has found, has lost. I. Okay. Martha has lost her life, wahrscheinlich, ne? Was? Ihre Seele? Okay. Ach, ihr Leben nicht? Dann ist ja gut. Da bin ich ja beruhigt. Martha has lost my soul. Okay. Her soul.
Ich sehe, steht da gerade. Da stand ich sehe auf der Kamera. Das spielt in Deutschland, oder? I stole her life. Identity. Komm, ich habe ihr Leben gestohlen. Ach, immer nur Identitätsdiebstahl. Ich will Leben stehlen. I stole. In Italien spielt das, okay. Ich komme mir gerade noch ein bisschen vor, als würde ich einen Film auf Arte gucken, den ich nicht verstehe. Oh nein, ich kenne die Szene aus dem Trailer. Oh, holy shit. Oh nein. Und das muss ich selber machen. Oh nein. Das ist sogar jetzt für nichts, Schwester. Du hast das Gesicht bereits. Du hast das Gesicht. Hör auf, es. Nimm das Gesicht nicht. Nein. Ich will das nicht. Nein. Hör auf. Du hast bereits das Gesicht. Du bist jetzt für nichts, Schwester. Nein. Das ist keine Bärchenwurst. Hör auf. Warum muss ich denn das jetzt? Das ist der gute Laune-Stream. Wir werden heute hier intim. La 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 la. Oh, ich will das nicht machen. Ich will. Oh. Ich will jetzt zurück machen. Oh, du meine Nase. Man soll ja das Leben auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aus dem Blickwinkel anderer Menschen. Das ist nicht gut. Ist die Maske FFP2? Hör doch auf. Oh, was ist das schlimm? Warum ist das so schlimm? It's just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Warum hat sie denn ein Bild von Tobi da hängen? Frage ich mich. Guck mal, das, oder? Das da unten auf dem Bild ist doch Tobi. Das, den erkenne ich überall. Okay. Oh, sieht aber voll schön aus hier, ne? Sieht voll schön aus hier. Oh, da oben, das sind Märchen, glaube ich, ne? Das oben, Rotkäppchen wahrscheinlich, würde ich vermuten. Das in der Mitte weiß ich gar nicht. Das unten der Tobi und die 7 Geißlein. Geiseln, würde ich sagen. So, mal gucken, was haben wir denn hier auf dem Bild? Ich schaue mal gerade. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now. Das ist noch ein anderes Bild. Zeig mal das. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul?
Warum stellst du uns so eine Fragen? The Room. Oh, Alter, wie gut das hier... Oh, wie gut das hier aussieht. Holy. Wow. So, okay. Space to highlight points of interest. Das sind die sehr gut. Also wir können uns auch Sachen angucken. Ich würde mal sagen, hier zum Beispiel... Demo-Mode. Ah, deswegen können wir das gerade noch nicht... Ah, weil wir gerade die Demo spielen, können wir noch nicht alles angucken. Marthas Schrank. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Aber ist... Also sind wir jetzt... War das alles ein Traum? Haben wir unsere Schwester tot gefunden? Wir haben offensichtlich nicht das Gesicht runtergeschnitten. Ich zieh mal das Weiße hier an, ne? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, wenn das Marthas Bett ist und das ist der Picture Frame... Was ist denn das schwarz? Oh, wir haben das jetzt an. Guck mal. Das ist ja cool. Ich will nicht wissen, was da... Wir haben in Marthas Bett geschlafen, also glaube ich, dass... Was ist denn... Wer hängt sich denn so eine Bilder auf? Oh, und das ist unser... Marthas Zimmer, unser Zimmer. Guck mal, hier mit schönen Kissen bestickt und sowas und ein schöner Teppich. Ja gut, bei uns ein roter Teppich. Okay, Martha blau, wir rot. Okay. Die Musik ist schön, ich gehe da gleich mal hin. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Ist das denn alles echt passiert? Ich bin unsicher. Okay, wir können noch ein bisschen schneller gehen. Spiegelbild haben wir nicht. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Okay. Das ist unsere Trinket Box. Julia. I always keep my trinket box locked. Musik ist sehr schön. So, was haben wir da? Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible, so we can mourn Martha's death together. Ihr Freund heißt Lapo. Ihr Freund heißt Lapo. Das ist das Äquivalent zu Lauchi. Ist Mama, das ist mein Freund Lapo. Das weiß ich nicht. So. Mein neuer Boyfriend C war wisch und weg. Nicht die besten Namen. So, hier ist Piccolino. Giotto. Oh, Giotto. Jetzt ein Giotto. Platino. Demo-Mode. Nur in der Vollversion. Wir könnten auch eigene Kleider anziehen, aber... I'm already dressed. Ja, offenbar dürfen wir es jetzt doch nicht. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Ich guck nochmal schön aus dem Fenster. Beide Zimmer ziemlich identisch. Ja, okay. Bei uns hängt hier noch, ich glaube, eine Hose oder was das hier ist. Warte mal. My dress. The one Martha wore when she was... Oh, das war das Kleid. Und Martha hat unser Kleid getragen. Martha hat unser Kleid getragen. Hier ist auch Demo-Mode, also wir können es viel mehr angucken in der Vollversion. Dann nehme ich mal unser Täschlein, wa? Everything I need is always in my bag. B. B. You've opened Julia's bag. Here you can find objects that Julia always carries with her. Okay, das ist unser Inventar quasi. Wir haben ein Schlüsselchen. Try selecting the key or the map. Okay, ich mache erstmal die Map. Okay, ja, okay, cool, das ist, Oh, da geht's noch weit. Oh, oh. Warum so... Was macht denn das auf der Karte? Wieso sollte sowas auf der Karte sein? Das hier ist der Lake und hier ist die Insel, wo der Typ im Intro gehangen wurde, ne? Hier ist der Pier, da waren wir jetzt die Nacht, da ist auch das Schiffchen sogar eingezeichnet. Hier war unser Schwessi-Herz. Und hier ist die Insel, wo der Kollege, naja. So, mit Space kann ich rauszoomen. Und was macht dann das hier auf der Karte? Das verstehe ich nicht. Und jetzt ist die Insel auch größer? Hier ist der Pier, okay, interessant, interessant. Die rausgezoomte Karte sieht irgendwie anders aus. Und hier gibt es noch eine Stadt, offenbar. Ah, gut, Objectives. The Frame, Demo blockt, aha.
I must put one of the photos in the empty frame. Ich habe immer meiner Mutter gesagt, ich würde würd ich machen, aber ich habe es nie getan. Es hätte ihr so gefallen. Aber das können wir momentan noch nicht machen. Kamera. Müssen die Kamera dafür mitnehmen. Da müssen wir gleich mal schauen. Unser Album, da haben wir noch nichts drin. Und unser Logfile ist quasi alles. I stole, Mother lost a soul. Da ist alles, was wir bis jetzt erfahren haben, drin. The Lake. Okay, also alles. Da ist wirklich System-Lock-mäßig. Oh, das ist das Main-Menü. Okay. Und ich schaue mal den Schlüssel an, wenn wir da schon mal dabei sind. Key to my trinket box. Das heißt, ihre Trinket-Box können wir öffnen.